einen wunderschönen guten Abend oder Morgen, YouTube. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Adventskalender 2021. Ja, ihr seht, hier ist keiner. Ich sitze alleine hier. Der Luca hat heute keine Lust. Deswegen hat meine Fee aus meinem Adventskalender mir schon unser Türchen gemacht. In unserem Fall erstmal natürlich Adventskalender-Türchen Nummer 21, wie Luca sagen würde. Es ist ein Türchen. Genau so sieht es aus. Es ist ein Türchen. Ja, wir sind fast fertig mit dem Schlepper. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Ich blende ihn euch mal ein hier unten. Da ist er. Das gute Stück. Ja, kann man nichts machen. Aber unter allein, Leute. Aber ist auch kein Problem. Wenn Luma keine Lust hat, dann hat er keine Lust. Ne? So sind Kinder, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es schön, dass er das mit mir bis jetzt gemacht hat. Und vielleicht ist er ja die nächsten Tage, die wir noch haben, auch dabei. Wer weiß. Lass uns mal überraschen. Nur so wie bei dem Adventskalender. Lass uns überraschen, was jetzt kommt. Also ich weiß, dass jetzt laut Anleitung hier rein theoretisch die Dreipunktaufnahme kommen soll. Wir gucken jetzt mal rein, was in dem Türchen hier drin ist. Und dann schauen wir weiter. So, das dann kriegen. Ja, Update zu der Sitzbank. Ich habe es meiner Frau gegeben und na, was soll ich euch sagen? Selbst die mit den feinfühligen und dünnen Fingern hat es nicht hinbekommen. Ja. So sieht es. Jetzt steht er hier ohne. Also er steht mit. Ich hab, hinten ist es leicht drin. Problem an der Geschichte ist allerdings, wenn man sie hinten nicht drin hat und dann vorne reindrücken will, kommst du vorne, kommst du hinten wieder raus. Also irgendwie verstehe ich das Prinzip noch nicht so ganz. Das sich da hat Rebell einfallen lassen, warum das so schwer geht. Aber egal, also wir haben sie jetzt ein bisschen dran. Sie ist ein bisschen fest, das ist schön, ja. Und jetzt haben wir hier die Dreipunktaufnahme tatsächlich. Also wir gehen wirklich, das ist mir ja sowieso nach Bauplan vorgegangen. Jetzt haben wir die Dreipunktaufnahme hier. Die kommt hier hinten ran. Ich muss jetzt mal gucken, wo die da rankommt. Kommt da unten rein. Also einmal. Oh, da müssen wir erst mal was abknipsen, weil das sieht sonst unschön aus da unten. Mir fehlt mein Junge. Mir fehlt er. Der hat das Abknipsen immer so schön gemacht. Ich bin ein bisschen traurig, dass er heute nicht möchte. Was hat ein Arbeitskollege letztens gesagt zu mir? Hör mal, Christian, ne? Folge. Dein Sohn, der macht das richtig toll. Musst du nur aufpassen, dass er dir nicht irgendwann den Rang abläuft. So toll macht er das. Mit der Anmoderation. Ah. Hat er recht. Mir fehlt mein Junge. So. Da haben wir es dran. Aber vielleicht kommt er ja doch noch.
Da bist du ja. Komm mal her. Komm mal auf den Schoß, mein Papa. Guck mal, das habe ich schon ein paar Minuten ohne dich gemacht. Aber soll ich dir was verraten? Das ist nicht das Gleiche ohne dich. Mit dir macht das einfach viel mehr Spaß. Und David's Kollege hat recht. Du machst eine viel schönere Moderation. Und soll ich was sagen? Dann machen wir das auch. Oder du machst sie einfach jetzt. 1, 3, 2, 1 und los! Nein? Wolltest du die Abmoderation machen? Mit dem Button da oben? Dann in 3, 2, 1, go! Langsam! Bist du auf der Flucht? Oder was ist hier los? Der Kurssystem, wie Formel 1 Auto fährt. So, jetzt nochmal langsam. 24. dass wir das am 24. aufnehmen können. Welchen Sitz bauen wir denn ein? Weil ohne Sitz geht das nicht. Richtig. Aber nicht im Sitzen. Richtig, weil man kann ja schlecht in den Stehen fahren, ne? Ja. So. Jetzt haben wir's. So, natürlich ist die Bank wieder abgegangen, weil wir die nicht festkriegen. Ich hab's ja gerade schon mal gesagt. Wir stellen sie jetzt einfach nur drauf. Wir legen sie jetzt einfach nur da drauf. So. Und mehr machen wir nicht. Jetzt bleibt er drauf. So. Jetzt ist er wieder ganz. Wir machen die Kamera aus. Meine Lieben. In wie viel Tagen? Ist es soweit? Wir haben heute den 21. Drei Tagen haben wir das gute Stück fertig. Und wir haben Weihnachten. Deswegen, denk dran, in 2 Tagen brauchen wir von euch die Antwort. Am 23. brauchen wir von euch die Antwort. Das heißt, damit wir es am 24. noch aufnehmen können. Und denkt dran, genau, oder sogar nicht recht. Deswegen, wir verabschieden uns jetzt, wünschen euch einen schönen Tag. Einen schönen Dienstag vor allem. Bis nachher oder bis morgen. Tschüss!